Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Retro-Freunde, hier beim Retro-Juli und zu einem neuen Part von Detroit Become Human. Ja, wir sind hier gerade mit der lieben Kara unterwegs, stehen hier vor einer, ist das, Villa oder irgend so ein, kann ich es beschreiben? Wir haben vorher irgendein Haus, wo wir Hilfe holen sollen. Ihr könnt es ja lesen. Aber waren wir nicht letztens in dem Park? Sind wir jetzt von alleine weitergewandert? Ohne dass wir es gesehen haben? Egal, wir dachten, ich will gar nicht weiter uns aufhalten. Wir fangen einfach mal direkt an. Und los. Also, wir sollen Hilfe holen. Auf jeden Fall. Untersuche den Hinterhof. Erstmal untersuche ich das Auto. Vielleicht kann ich hier irgendwas. Oder war das hier unseres? Das war, glaube ich, unser Auto. Oh, da ist jemand. War das das Loser? Hallo? Nee. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Wer ist denn Rose? Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drin. Ich hoffe, das ist endlich mal jemand, der uns wirklich helfen kann. Nicht eine, aber so sieht die jetzt nicht aus, als ob sie ihn verarschen würde. Können wir ihnen vertrauen? Ja, also. Wir haben keine Wahl. Das wäre jetzt wirklich lächerlich, wenn die jetzt auch fies werden. Alles okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Ja. Da wird dir ganz schnell warm. Komm mit. So. Kommt rein. Wie ist dein Name? Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Der Typ ist ein bisschen abweisend, muss ich sagen. Ihr Lichtenheft. Kann ich mir das angucken? Ja, aber später erst. Dann bringen wir alles immer nach oben. Sie hat doch noch Fieber, na klasse. Komm, dann gehörst du ins Bett. Der Adam ist ja ein bisschen skeptisch uns gegenüber. Die Tür zu machen? Ne. Bring alles ins Bett. Ja, ich will ja. So, jetzt hinlegen. Zudecken und schlafen. Jedenfalls versuchen. Alles gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Nicht sagen. Warum hassen die Menschen uns?
Wir haben ihm nichts getan. Kompliziert. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Optimistisch. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Essen? Du musst etwas essen. Du hattest nichts, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. So, so und jetzt gute Nacht. Ich bleib bei ihr. Okay. Tun wir mal mit der Rose quatschen, womit sie uns denn helfen kann. Das hat der Lucer ja auch die eine oder andere Gute-Nacht-Geschichte gespeichert. So schließlich auch ein Android. Ach, wir haben schon Weihnachten. Guck mal an. Steht der Weihnachtsbaum rum. Aber ich möchte damit. Da war doch. Wo war das? Ich dachte irgendwo das Heft. Okay, viele Vögel. Da hinten am Tisch lag das. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ich glaube, die kann man vertrauen, also. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Warum helfen Sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Yes. Was ist mit Alice, ne? Sagt ihr schon.
los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Und die haben auch einen Android? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Oh, jetzt noch ein Bett. Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Geht's zur Rose. Ich will jetzt mal dieses Heft auf dem Tisch. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht im Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. So, das kann ich mal lesen, ja. Der Junge auch einer mit Androiden hast, ja. Der dritte Weltkrieg, wer will den gewinnen? Das Androiden gegen Menschen oder was? Wo wählen sie sich? Was ist da? Was war das nächste hier? Den AX hier gibt es schon 890. Das ist aber eigentlich billig für so einen Android. So, das kann ich nicht reden. Muss er? Ja. Ich hoffe, Rose kommt bald zurück. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Nicht jetzt, Luther. Rede mit Adam. Aber gibt es auch noch viel mehr. Androidenkleidung. Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower.
Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat CyberLife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Die Polizei? Oh. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Was? Sie wissen, dass wir... hier sind. Was soll ich wir müssen hier aufmachen. Ich Susan, wusste, nimmt dass Alice das passiert. Versteckt euch. Ich wusste es. Oben. Komm, Alice. Fuck, fuck, fuck. Alter, was? Muss ich das in so kurzer Zeit finden, oder was? Bleib ganz ruhig, Adam. Dann kommt alles in Ordnung. Was denn da schaffen wir? Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ach so Scheiße. Kann ich reinkommen? Natürlich. Ein Dings habe ich nicht gefunden, Abend, Scheiße. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Und unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Hey, das kannst du nicht mehr. Warum kommst du da nicht durch? Mit dem Haus? Das... nur meine Tochter. Sie schläft oben. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Noch Kaffee. Oh, es wird doch schnell. So schnell Kaffee auch haben. Einmal drücken, fertig. Die ganze Kanne gehört. Bitte schön. Danke. Kannst du jetzt mal gehen, bitte? Ach du Scheiße. Ihre Tochter scheint aufgewacht zu sein. Gehen wir mal nachsehen.
Wie heißt du, Junge? Adam. Soll doch ja ruhig bleiben. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er macht sich nur Sorgen wegen dieser Abweichler. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Bloß eine Schnauze. Nein. Ich hab nichts gesehen. Verpiss dich jetzt, Alter. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Kein Problem. Noch. Ist noch jemand im Haus? Was ist? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Kein Problem. Abend, Ma'am. Abend, Adam. Er ist weg. Ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Oh. Der hat ja auch schon mitbekommen hier. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Oh, okay. Mitternachtzug. Das war aber knapp, ey. Wollen wir mal weltweite Statistik gucken? Ne, ja, doch, 84%. Am meisten. Polizei getäuscht. Der befragt Adam, das kann man verhindern, dass der den befragt? Kaffee gemacht, ja. Adam gefällt, füllen Polizei an der Tür. Ja, das meiste haben wir doch wie dem. Ist hier oben? Achso, den meisten gelöst, also. Gut. Weiter mit Marcus bestimmt. Was?